Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Immer noch am Ansehen. Volker, ich hab den LKW drinnen. Gut. Glückwunsch. Dein Hänger ist noch nicht leer und das Geld steigt noch. 140.000. 30.000 Gewinn gemacht. Geld hat man nie genug. Ne. Das ist voll richtig. Ich ruf mal eben den Neumi an. Jo. So, liebe Leute, wir sind hier immer noch beim Diesel am Feld ansehen. Wenn wir das durchhaben, müssen wir nach unserem eigenen Feld gucken, nach der 109. Ob ich da schon wieder düngen kann, ich glaube ja. Und dann muss ich auch mal gucken, dass ich eigentlich relativ bald den Wald an Land ziehe. Damit wir noch ein paar Stämme für die Holzscheitproduktion rankriegen. Ah, der Neumann ist gar nicht zu erreichen. Jo. Hast du ein paar Stämme, die du loswerden willst? Irgendwo ein paar Bäume, die du nicht brauchst? Bei mir auf dem Hof würden ein paar stehen. Was ist denn das für Holz? Ich glaube, das ist Birke, so ein weißes Holz oder so, weiß ich gerade gar nicht. Naja, weißes Birke. Okay. Brauche nämlich demnächst wieder ein paar Stämme. Ich habe mir ja jetzt noch eine Produktion gekauft. Ach so, die Holzscheitel? Bisschen Brennholz herstellen für den Winter. Wollte ich gerade sagen, der Winter ist ja jetzt eigentlich schon recht kalt eigentlich. Wie gesagt, ich bin mir auch am Überlegen, eine Produktion zu holen. Jo. Und wenn, dann wird das der Schreiner. Oh, okay. Dann würde ich bei dir massenhaft an Bretterpaletten abkaufen. Schauen wir mal. Oi, oi, oi. Wie viele Massen ich dann überhaupt noch veräußern werde. Hast du jetzt eigentlich mal was von der Mitarbeiter Gordes? Nicht Gordes. Heißt der jetzt Schneider gehört? Ach, geh mal weg mit dem. Der meldet sich gar nicht mehr. Weiß auch nicht, was mit dem los ist. Wahrscheinlich meinte er, ach komm, ich geh mal so sehr lange auf Fortbildung. Keine Ahnung. Aber wenn ihr dich auf. Wenn ihr dich da drauf verlässt, dann bist du verlassen. Das ist wohl wahr. Von dem her. Einmal weitermachen. Und dann ist gut. Würde ich gerade sagen, nicht aufgeben, kämpfen. Weil, wie heißt es so schön? Aufgeben ist keine Option. Ups. Ja, versuche ich nochmal den Neumi anzurufen. Jo, Angestellte werden natürlich gesucht. Ist allerdings schwer, gescheite Angestellte zu finden. Wenn ihr Bock habt, hier beim RP mitzumachen, dann wendet euch einfach auf den Discord-Channel. Der ist unten verlinkt an Malonation. Und dann, ja, sehen wir uns vielleicht bald hier. Wir suchen immer wieder aktive, zuverlässige Ü18-Spieler.
Ups. Muss ich gerade mal was gucken. Okay, alles gut. Nicht, dass ich hier die Aussaat schon wieder platt fahre. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Also noch nicht. Bin mal gespannt, wie lange ich mich alleine mit den ganzen Produktionen am Laufen halten kann. Im Moment geht's so, weil die Nachfrage von den Paletten immer sequenziell ist. Also es ist nicht dauerhaft vorhanden, sondern mal wird was gebraucht und dann habe ich zum Glück in der Zwischenzeit schon wieder vorproduziert. Leerpaletten haben wir sowieso einen Haufen. Müssen wir vielleicht auch nochmal die Tage ein paar einräumen. Ins Depot, in unsere Lagerhalle. Ja, so sah es gerade schon aus, nach einem riesen Leck. So, weiter geht's. Gleich fertig. Supi, supi. Mal gucken, vielleicht springt auch ein bisschen Geld hierbei rum. Wobei, das Ganze machen wir ja nicht wegen Geld, sondern eigentlich eher um die Geschäftsbeziehung auch ein bisschen zu festigen. Wir sind ja ein bisschen zumindest abhängig von dem Diesel mit seinen Schweinen. Die Blaubeeren würden mir zwar auch ein paar Folge war ohne, hallo? Hallo, ist der Neuner. Servus. Guten Tag. Und zwar, einmal dein Anhänger ist da. Den du letzte Woche bestellt hast. Habe ich den kleinen Strautmann, ne? Ja, genau. Habe ich den doch gekauft, ich wusste es gar nicht mehr. Okay. Ja. Und noch Steuern. Das wären 100. Wie viel willst? Euro. 100.000? Nee, 100 Euro. 100? Ja. Ach komm, die kannst du doch auch sein lassen. Nee, kann ich leider nicht. Du hast Glück, du hast letzte Woche zu viel Steuern bezahlt, deswegen wurde es gegengerechnet zu deinen. Naja, vorletzte Woche hatte ich falsch ausgerechnet und also zu viel abgerechnet. Aha. Ich hatte deine Steuern, ich hatte aus Versehen von der Holzkohle mit versteuert, aber... Ah, ja, da hatte ich mit der Gemeinde ausgemacht. Erinnert, dass das ja so abgemacht wurde, dass... Ja, das nützt ja nichts, wenn ich dem jetzt die Steuern draufzahle und danach kriegt die Gemeinde die Steuern wieder zurück, von dem her. Ja. Haben wir das direkt so gemacht. Ich denke, das wird man auch zukünftig bei der Gemeinde so machen. Ja. Weil
hatte das nur verpeilt. Jo, gut. Anhänger. warte mal kurz. Gerade rechts ranfahren. Und ich habe dir einen Anhänger da gelassen, wo Saatgut drin ist. Irgendwie ist das Saatgutlager blockiert. Irgendwie will das nicht da rein. Okay. Ja, ich lasse ihn dann einfach mal stehen. Also du brauchst den Anhänger. Naja, ich habe zum Glück aktuell noch genügend. Okay. Das heißt, den brauchst du nicht. Dann lasse ich den stehen. Doch. Ich hole den irgendwann ab. Okay. Gut, nee, das war's. Jo. Danke, tschö. Tschüss. Gut. Dann ist ja nun alles klar. So, dann bringen wir die Maschinen mal schnell zurück. Düngen kann ich noch nicht. Heißt, muss ich noch ein bisschen warten, bis ich mein Feld wieder düngen kann. Aber ich werde gleich mal in den Computer reingucken, zu Hause. Ob es irgendwelche Felder gibt, wo sich eine Pacht lohnt. Wenn ich mich hier so umschaue, alles Brachland. Nix erntereif. Und wenn ich ein Feld pachte, dann muss da schon volle Lotte was draufstehen. Dass es sich einfach lohnt. So, was ich auch bestellt habe, ist, also vorbestellt zumindest schon mal, sind Fahrzeuge für die Fahrschule. Mal gucken. Wann die geliefert werden. Aber es kann noch ein bisschen dauern. Aber es ist wohl, sind wohl schon in Produktion. Stimmt, für die Eier, lol. Für die Eier hatte ich ja einen kleinen Anhänger bestellt. So. Gebraucht, bis das Wasser ankam. Ist noch in Ordnung, muss noch nicht zur Reparatur. Ach, jetzt ist der schon hier. Volker! Jo, hab dich schon gesehen. Was sagst du? Naja, nicht so mein Fall. Knackiger V8, Schaltgetriebe.
Hat 24 Schaltgänge, der Ding. Aber wenn ich da drüber fahre, ist er trotzdem platt. Ist wohl wahr. Aber noch alte amerikanische Power. Warte, lass mal stehen. Boah, trotzdem sieht der LKW neben deinem Klar so klein aus. Das meine ich doch. Naja. Oh, schade. Hätte der jetzt eine Ding gehabt, eine Kupplung, dann hätte ich dir. Hätte ich was gehabt für dich. Ich müsste nämlich noch einen Anhänger abholen. Oh. Beim Neumann oben. Okay. Ja, so einen kleinen Strautmann. Oder beim Händler, ich weiß gar nicht, wo der steht. Also der stand bei mir beim Händler, der LKW hier. Hm. Frisch importiert, letzte Woche noch. Ja, ob der TÜV damit aber zufrieden ist, weiß ich nicht. Der ist ja vom Zoll genehmigt worden. Und auch vom Deutschen Straßenverkehrsamt. Mach mal einen Blinker an. Hm. Bremse? Ja, das ist... Naja, ich hoffe mal für dich, dass der Jäger da nicht so genau hinschaut. Ja, ich muss aber jetzt auch wieder. Ich wollte dir mal eben zeigen, das Schmuckstück. Jojo, mach das. Gut. Dein Feld ist fertig, gell? Jo, danke dir. Gut, warte, schön. Du kriegst noch ein kleines Dankeschön jetzt von Nikolaus noch. Oh, danke. Müsste aber nicht sein. Du kennst mich aber, Volker. Ja. Danke. Bitte. Ciao, ciao. Oh, die Tröte ist, die ist toll. So. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.